Als nächstes möchte ich bitte Hubert auf die Bühne bitten, Hubert Brunauer. Er wird uns über die Gefahren von elektromagnetischer Strahlung und dem forcierten Ausbau von 5G in Corona-Zeiten berichten. Jo, liebe Leute, freut mich, dass ihr heute nicht nur als Musiker da sein dürft, sondern als Informant, was die ganze 5G-Thematik betrifft. Wir machen seit circa 2 Jahren sehr intensive 5G-Aufklärungsarbeit. Also kurz zu meiner Person, ich bin in Oldendorf zu Hause. Ich habe schon vor einem Jahr meinen Job aufgegeben, nicht wegen Corona, sondern weil das, was mit 5G passiert, das ist erst das, was erst jetzt im Kommen ist. Corona ist nur so der erste Punkt, den was wir erfüllen können, was auf uns zukommt. Und ich möchte euch jetzt erklären, gewisse Zusammenhänge, was der Dr. Belski schon angesprochen hat. Das, was da auf uns zukommt, ist so gewaltig, sage ich jetzt mal. Und wenn wir da jetzt nicht wirklich zusammenhalten, dann schaut das nicht gut aus. Ich habe geglaubt im letzten Jahr, dass dieses Jahr der große Crash kommt, weil die Banken zusammenbrechen. Weil unser Wirtschaftssystem und unsere Regierung so patär ist, sage ich jetzt einmal, und das schon seit Jahren. Wir haben das 2008 letztes Mal erlebt und dann haben sie es wieder mit großen Sponsoring internationaler Konzerne und des IWFs haben sie es wieder geschafft, dass das ganze kapitalistische System weiterlaufen lassen. Und spätestens heuer wäre der große Bankencrash gekommen. Und wir haben das schon gewusst. Ich habe auch in dem Vortrag in dem 1. Jänner über die 5G-Thematik habe ich das Regierungsprogramm übersetzt. Dann habe ich Lokalverbot gekriegt, weil das darf man nicht öffentlich sagen, was im Regierungsprogramm drinnen steht. Nur zur Information. Ich habe, also nur zum Überblick jetzt einfach, was gibt es für die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel CBDC, Bargeldabschaffung, Corona, 5G und so weiter. Da gibt es viele Ebenen und dieses zu durchschauen, das ist ein gewaltiges Konstrukt, was da dahinter steht und ich werde jetzt nur einen kurzen Einblick geben zur 5G-Thematik und der Zusammenhänge. Also ich bin sehr gut in Kontakt mit dem Dr. Oberfeld. Dr. Oberfeld ist die oberste Strahlenschutzinstanz in Salzburg, beziehungsweise die Sanitätsdirektion in Salzburg, wenn man sagt, für verschiedene Ebenen. Und der Dr. Oberfeld beschäftigt sich schon über 30 Jahre mit der Thematik 5G, beziehungsweise Strahlung und EMF-Beschwerden und so weiter. Und ich kann euch jetzt noch eins sagen. Das, was da so läuft mit der Volksberuhigung von der FMK. FMK ist Forum Mobilkommunikation. Man hört in der Werbung nur, super, wie klasse das 5G ist, wir brauchen das alle. Und ich kann euch nur eins sagen, es ist alles gekauft. Der Minister Gorbach hat 2003 verschiedene Institutionen installiert, und zwar sogenannte NGOs oder Nichtregierungsorganisationen, die was dann die Arbeit für die Regierung ermöglichen oder erwirken, unter anderem eben die FMK und auch der WWF. Und dafür hat er sehr viel Geld kassiert, das war 250 Millionen damals. Er ist auch dann verurteilt worden. Nur eins ist nicht passiert, die FMK und der WWF sind nicht mehr weggekommen. Und das sind unsere Vertreter für unsere Gesundheit. Das sind reine Mobilfunkinteressensgesellschaften. Und jetzt müsst ihr euch mal Folgendes vorstellen. 2003 hat es einen Salzburger Vorsorgewert gegeben. Damals, es gibt über 50.000 Studien, die was belegen, wie gefährlich das EMF-Strahlung ist. Und das, was derzeit abläuft, da habe ich oft gefragt, die Zusammenhänge zwischen Corona und 5G, das ist ja alles Verschwörungstheorie. Ich kann euch jetzt noch eins sagen. Das, was in China abgelaufen ist, Wuhan war die erste Stadt, wo sie mit 5G weggefahren sind. Mit 10.000 Sendeanlagen circa. Und die Beschwerden, die was ihr dann habt, sind genau gleich wie Covid-19. Und das ist jetzt genau das, was ich euch da ein bisschen mitbringen muss. Die Beschwerden sind viel vielfältig natürlich, aber das ist so die ersten Symptome. Es gibt Atembeschwerden, es geht bis zu Blutungen und so weiter, je nachdem auf welcher Frequenz, dass man fährt.
Aber die ganzen Hintergrundbeschwerden, also sprich Kopfschmerzen, Migräne bis zu verschiedensten chronischen Beschwerden aller Art, da haben wir Belege tausendfach. Nur das wird überhaupt nicht thematisiert. Und jetzt möchte ich nur die rechtliche Situation etwas darstellen. 2003 hat der Minister Gorbach diese Institutionen installiert ins Regierungsprogramm, ist dann später verurteilt worden. Der Dr. Oberfeld hat weitergearbeitet und sehr viele Ärzte haben da weitergearbeitet. Und wir haben einen Salzburger Vorsorgewert, der was uns schützen würde, gesundheitlich, mit ca. 10 Mikrowatt pro Quadratmeter Leistungsstärke. Es würde jedes Handy funktionieren. Und das wäre das Salzburger Vorsorgewert, der was das sicherstellen würde, damit wir gesundheitlich geschützt sind. Und was ist passiert? Es ist dann eine riesige Grenzwertdiskussion herausgekommen und durch die Installierung von der FMK und WBF hat die Mobilfunkindustrie das gesamte Lager übernommen, bis 2007 die gesamte Ärzteschaft aus der österreichischen Grenzwertdiskussion ausgestiegen ist. Das heißt, 2007, vor 13 Jahren, haben die Ärzte gesagt, sie können das nicht mehr verantworten, was da abgeht, weil die Schäden so enorm sind. Unser Gesundheitssystem investiert derzeit das ca. 180-fache finanzielle Budget vor ca. 30 Jahren. Das heißt, wir brauchen heute, damit wir einigermaßen normal funktionieren, das 180-fache an finanzielle Aufwendungen, was unser Gesundheitssystem aufwendet und natürlich irgendwann in die Hand gespielt wird, und das ist die Pharmaindustrie. Und das müssen wir mal begreifen. Es gibt sämtliche chronische Erkrankungen, die was bewiesen sind, und da gibt es die EMF-Leitlinie. Und die EMF-Leitlinie von der Ärzteschaft, über 200 Universitäten weltweit haben die zusammengestellt. Da geht es nicht nur um Schäden, was Mobilfunkstrahlung macht, sondern da gibt es schon ganz klare Therapiemöglichkeiten. Also es ist keine Diskussion, ob EMF gefährlich ist oder nicht. Es ist tödlichst gefährlich, sage ich jetzt einmal, wenn man sich das weiter aufbaut. Und jetzt komme ich zum Thema 5G. Das, was jetzt da abgeht, 5G wäre nicht möglich, wenn nicht dieser ganze Apparat, sage ich jetzt einmal, das so gesteuert hätte, wenn nicht die Mobilfunkindustrie einen Verein gegründet hätte 1989, die sogenannte ITSNIRP, eine private Interessensgemeinschaft, die was selber die Grenzwerte festlegen. Und diese Grenzwerte, was diese ITSNIRP mit Sitz in München festlegt, was lauter Mobilfunkorganisationen sind, die schreiben uns die Grenzwerte vor. Und sie machen bewusst eine falsche Messeinheit. Sie bemessen die ganze Mobilfunkindustrie mit thermischen Messparametern. Das heißt, wie weit das euch hier erwärmen dürft. Das ist ungefähr so, wie wenn ich zum Atomkraftwerk hingehe und da gebe ich mit dem Fiebermesser hin. Na, das ist eh nur 2 Grad wärmer, also ist es total ungefährlich. Also es wird nicht radioaktive Strahlung, sondern nur die Temperatur gemessen. Und bei der Mobilfunkstrahlung wird das Gleiche gemacht. Es gibt 2 Sachen, die was weltweit nicht versicherbar sind. Das ist Radioaktivität und Mobilfunk. Diese Versicherungen, die was anfangs Mobilfunk versichert haben, sind alle ausgestiegen. Die Schäden sind so enorm mittlerweile weltweit. Es gibt keine Versicherung weltweit. Ich möchte euch das nur dazu sagen. Es wäre aber die Möglichkeit, dass wir alle telefonieren können, dass wir unsere Dienste leisten können, nur mit einem anderen Grenzwert. Und wenn uns da vorgegaukelt wird in den Medien, dass der Grenzwert sowieso noch nicht lange erreicht ist, dann möchte ich jetzt Folgendes erklären. Wir haben in Österreich und in Deutschland weltweit den höchsten Industriegrenzwert, an den sich die Mobilfunkindustrie freiwillig anlehnt. Warum freiwillig? Weil die Ärzteschaft ausgestiegen ist. Und dieser Grenzwert sind 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter. Der Vorsorgewert wäre 10 Mikrowatt. Und jetzt erkläre ich das noch kurz, was da passiert. Ob 10 Mikrowatt EMF haben unsere Zellen eine folgende Situation. Es gibt die Zellhaut oder die Zellmembran und gewisse Kanäle, die sogenannten Calciumkanäle, die was Botenstoffe auswählen. Einlassen, also Exkremente auslassen und gewisse Rezeptoren hineinlassen. Und über 10 Mikrowatt beginnt ein sogenannter Krampfeffekt bei den Calciumkanälen. Und Viren und Bakterien und alles andere kann durch diese Zellschleusen hindurch. Das heißt, wenn wir höherer EMF-Strahlung ausgesetzt sind, dann sind wir viel anfälliger für alle Erkrankungen. Und wenn jetzt 5G flächendeckend kommen würde oder wird, es ist ja schon in 130 Gemeinden implementiert, dann werden wir dementsprechende Krankheitsbilder haben, die was nicht mehr zu bewältigen sind.
Es kann dann durchaus sein, dass wir durch einen einfachen Schnupfen ja, möglicherweise zugrunde gehen. Und die Medizin hat uns so betrügt in der letzten Zeit, dass den 180-fachen Aufwand hineinpushen, nur damit wir nicht kapieren, dass unsere chronischen Erkrankungen großteils durch viele Parameter bedingt sind, aber durch einen sehr großen Teil durch EMF-Belastungen. Und jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt, Smart. Smart Home und so weiter. Und da haben wir jetzt beim 5G-Thema. 5G heißt normalerweise nur fünfte Generation Mobilfunk. Hat überhaupt nichts aber mit Mobilfunk zu tun. Vom 5G geht es um ganz, ganz was anderes. Ich muss das jetzt kurz machen, weil da habe ich beim Vortrag normalerweise dauert das 2 Stunden, bis ich das alles erkläre. Es geht um IoT, Internet of Things. Die Mindestanforderungen sind 1 Million funkende Geräte pro Quadratkilometer, die sich untereinander vernetzen. Das heißt, alles, was ihr jetzt in Zukunft einkauft, ist verchippt. Seit 2003 wissen wir, dass Laternen schon Sendeanlagen implementiert haben, dass sämtliche Kleidungsstücke verchippt werden von bestimmten Herstellern und so weiter. Und diese Chips, die docken jetzt dann ins Netz ein. Also sobald 5G läuft, wird alles automatisch sich vernetzen. Und das, was beim Smart Meter der Fall ist, der was die ganze Energieüberwachung macht, machen dann alle gekauften Produkte. Das heißt, das Milchpackerl wird verchippt sein, der Kühlschrank sowieso, der Kühlschrank meldet dann automatisch der Milchmann, dass das Milchpackerl gar ist und das wird dann automatisch bestellt. Der Dunstabzug kommuniziert mit dem E-Herd und das Bügeleisen kommuniziert dann mit was auch immer. Und diese Supercloud, die was dann entsteht, also dieses Smart Home, dieses interne Netzwerk, was da passiert, das haben wir jetzt dann weltweit mit 5G. Die ganzen Satelliten, was jetzt Elon Musk gerade hinaufgeschossen hat, ich habe letztes Jahr den Vortrag noch gemacht, über die ganzen Satelliten, was da hinaufgeschossen werden, da war ja ein großer Verschwörungstheoretiker. Jetzt hört man es auf Radio Salzburg ganz normal, wieder mal 60 Satelliten auf. Amazon hat gerade 21.000 Satelliten genehmigt bekommen. Da oben sind jetzt mittlerweile 110.000 Satelliten genehmigt, von denen schon ein Großteil oben ist, sage ich jetzt einmal. Und das, was da entsteht weltweit, ist die sogenannte Supercloud. Das heißt, was daheim im Smart Home der Fall ist, sollte jetzt weltweit passieren. Und wir erleben da eine totale Überwachung und Kontrolle. Und ich weiß nicht, ob schon wer was gehört hat, vielleicht vom Social Credit System in China. Das ist ein soziales Punktesystem. Wenn jeder von uns komplett überwacht wird, dann ist er auch permanenter seine ganzen Handlungen, seine ganzen Begegnungen, alles was er kauft oder nicht kauft oder was er macht oder was er nicht macht, wird aufgezeichnet. Und wenn du ein braver Bürger bist, dann bekommst du mehr Punkte. Und du wirst auch, dann hast dann die Möglichkeit, dass du dann gewisse Dinge einkaufst oder Zugänge hast. Und wenn du ein schlimmer Bürger bist und nicht so folgsam bist, wie die Regierung das möchte, dann bekommst du ein sogenanntes Gefälle in dem Social Credit System und dir werden sämtliche Zugänge verwehrt. Und das haben wir jetzt aktuell in Deutschland gerade der Fall. Da wird gerade herumgebastelt, dass die Menschen, die sich nicht an die Ordnung halten, was Covid-19 betrifft, haben dann keine Erlaubnis mehr, ihren Beruf in öffentlichen Raum auszuführen. Sie haben auch keine Erlaubnis mehr, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu tätigen und so weiter. Und alle Menschen, die sich natürlich in Zukunft nicht impfen lassen, werden natürlich dann riesige Probleme haben, mit ihrem Beruf oder geschweige denn irgendwas zu erwerben können. Und da läuft schon hinter bei der CBDC, das sogenannte digitale Bankensystem, wir werden Bargeld demnächst verlieren. Und da können wir noch so viel aufstellen, das wird sich nicht mehr ausgehen. Außer wir schaffen es, dass wir wirklich alle so zusammenhalten und dass wir uns Alternativen überlegen. Und das sage ich nicht, weil ich ein Verschwörungstheoretiker bin. Ich arbeite auf der rechtlichen Basis, werde ich jetzt gleich erzählen, was wir machen. Und ich habe es am Anfang nicht geglaubt, was da abläuft. Und je tiefer, dass man da eintritt in diese Materie, das ist unglaublich, was da abgeht eigentlich. Und wenn wir kein Bargeld mehr haben, den ganzen Wohlstand, was wir uns erarbeitet haben, das ist nur durch Zusammenarbeiten, zusammenhelfen gegangen, durch Rohbalten, ich bin selber noch so aufgewachsen, bei uns in der Nachbargemeinde habe ich als Bub die ganzen Terrassen gebaut, so jetzt einmal, und gut ist gegangen und natürlich ein bisschen was hat man gekriegt und gefreut hat man sich. Das wird nicht mehr möglich sein. Weil jeder Kaugummi wird versteuert und das ist das Ziel. Und jedes Produkt wird mindestens um das Dreifache teurer werden. Wir haben keinen persönlichen Handlungsspielraum mehr über unsere Finanzen. Und das muss uns bewusst sein.
Wir geben die ganze Kompetenz ab. Und ich kann jetzt nochmal den Dr. Belski vorher zitieren. Wir müssen selber die Verantwortung nehmen. Wir müssen selbstständig souverän werden. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen da aufstehen, wir müssen uns trauen. Das gibt es ganz einfache Möglichkeiten mit den Masken. Ich gehe ins Geschäft rein, ich habe sie mal nicht auf, bis man wieder anspricht. Und dann sage ich, wieso? Ach so, Masken? Maskenpflicht, wieso? Das war doch im April schon sonnenklar, dass die Masken sowieso keinen Schutz hat. Die WHO hat das bestätigt. Die WHO hat selber gesagt, dass die Maske keinen Schutz bietet. Also warum haben wir noch immer die Maskenpflicht? Also es gibt sehr einfache Möglichkeiten, dass man sich einfach einmal da klar positioniert. Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ein Riesenproblem. So, und jetzt sage ich, was wir machen. Wie gesagt, ich habe letztes Jahr schon meinen Job auf den Nagel gehängt. Nicht wegen Corona, das habe ich noch nicht gewusst. Ich habe geglaubt, das geht über die Banken, sondern wegen 5G. 5G wird uns komplett entrechten. Das, was jetzt derzeit passiert, ist jetzt die Entwirtschaftung der Menschen, also die Verarmung. Und sie wollen uns in die Mindestsicherung treiben. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Wenn wir alle in der Mindestsicherung sind, dann kriegen wir ein bisschen was, dass wir existieren können, mit dem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist aber nicht bedingungslos. Das bedingungslose Grundeinkommen erfordert dann gewisse Handlungen, die was wir dann erfüllen müssen, zum Beispiel die Pflichtimpfung. Und die kommt sicher. Auch keine Bargeldverwendung mehr. Und ich kann euch nur eins sagen, die Impfung ist bereits verchippt. Wie es bei den Kälbern der Fall ist, oder bei anderen Viechern, die Impfung ist verchippt. Und nicht nur die Impfung, sondern möglicherweise auch gewisse Testungen. Und das mit der Nanochip-Technologie ist das alles möglich, ohne dass ihr irgendwas mitkriegt. Das möchte ich nur sagen zu dem. Wir sind jetzt die Salzburger Bürgerinitiative Stopp 5G. Was machen wir? Ich habe seit dem letzten Jahr ungefähr 70, 80 Vorträge gemacht in verschiedenen Gemeinden für Bürgermeister. Wir versuchen, die Bürgermeister zu erreichen. Wir versuchen, die Gemeindevertretungen zu erreichen. Wir bauen in den Gemeinden sogenannte Gemeindeaktivgruppen auf, die was das super machen. Wir haben in Salzburg allein jetzt um die ca. 25 bis 30 Aktivgruppen, Gemeindeaktivgruppen. Die kriegen alle Informationen. Wir haben Rechtler im Hintergrund. Das, was da abläuft, ist rechtlich absoluter No-Go. Wir haben einen sogenannten Rechtsbankrott. Das, was da aufgestellt wird in den Gemeinden, ist eine Katastrophe. Da wird 5G implementiert, ohne dass da irgendwie der Bürgermeister überhaupt Bescheid weiß. Und ich muss auch noch dazu sagen, alle 18.000 Großsendeanlagen in Österreich, das heißt die großen Mobilfunksendeanlagen, sind alles Schwarzbauten. Warum? Weil der Herr Bürgermeister und die Gemeindevertretung die oberste Bauinstanz wäre. Die sind aber nie gefragt worden. Den Bürgermeistern ist eingeredet worden und das seit 30 Jahren, da braucht es gar nichts machen. Ihr habt nur Anzeigepflicht, also wir sagen euch das, dass das kommt. Und der Bürgermeister hat da nicht das Recht dazu, weil das macht die Fernmeldebehörde. Das ist aber nicht korrekt, das muss ich dazu sagen. Die Fernmeldebehörde macht natürlich die Anlagengenehmigung, aber die Baugenehmigung, das müsste der Bürgermeister machen. Und dass man da keine Probleme hat, hat man die Bürgermeister eingeredet, dass sie da nichts zum Sagen haben. Und die Bürgermeister glauben das bis heute. Und wir versuchen, die Bürgermeister zu erreichen, und das ist ganz schwierig geworden, weil die werden dermaßen fehlinformiert. Und ich bitte euch, wenn irgendwer von euch im Gemeinderat sitzt oder möglicherweise Bürgermeister da sind, setzt euch bitte mit uns in Kontakt. Wir haben jetzt da momentan sehr gut, sind wir im Rennen. Wir haben gerade in Pinzgau sehr starke Bewegungen, sage ich jetzt mal, wo sehr viele Bürgermeister hörig sind, also horchend werden, sage ich jetzt mal. Ich habe gerade heute mit einem Landtagsabgeordneten gesprochen, der hat gesagt, sie wissen nichts. Ich habe vor einem Jahr habe die Petition in den Salzburger Landtag eingebracht zur Überprüfung der Technologie 5G. Sie wurde bis heute nicht beantwortet. Ich habe jetzt einen Devolutionsantrag gestellt, eine sogenannte Verzögerungsbeschwerde. Mir ist geantwortet worden, sie können leider nichts machen von der Landtagsdirektion, weil sie sind da nicht zuständig, weil sie sind ja nur ein Landtag und keine Behörde. Und ich habe ja im Februar schon geschrieben, dass sie das Thema behandeln müssen und an die zuständige Behörde oder Abteilung weitersenden müssen. Also es wird ja nur wir werden dafür dumm verkauft. Und ich möchte jetzt noch eins sagen, dass ich nicht glaube, dass die Politiker das absichtlich machen, der Großteil, sondern der Großteil der Politiker sind unwissend. Und es ist nicht immer sonst, dass die Medienförderung für alle braven sogenannten
öffentlichen Medien die vierfache Medienförderung momentan ist. Und die dürfen nur das berichten, was sie berichten dürfen und sollen. Und sonst nichts. Und ich kann euch nur eins sagen, wenn wir das geschlossen machen, 5G ist genau dieses Kontrollwerkzeug. Wenn von euch einmal jeder weiß, was 5G wirklich bedeutet, da ist noch viel mehr möglich. Also das ist unglaublich, was da läuft. Mit 5G wird es möglich, dass wir keine Menschen mehr sind. Der ganze Transhumanismus, alles was da daherkommt, das wird alles mit 5G gelenkt und geleitet. Und wir sind jetzt so weit, dass man die Staaten so verschuldet mit Corona, dass die Staaten nicht mehr existenzfähig sind. Das heißt, wir gehen in den Staatsbankrott. Das ist gewollt. Ich sage euch auch warum. Weil der IWF zum Beispiel oder auch die EZB, die warten schon, um die Staaten aufzukaufen. Und dann gibt es keine Demokratie mehr. Und dafür nimmt sich jetzt der Staat Schulden auf in Milliardenhöhe, damit er die Corona-Krise bewältigen kann. Das heißt, unser Steuergeld wird jetzt abgesaugt, kommt riesigen Konzernen zugute, damit wir nur mehr verarmen und damit uns dann, damit wir aufgekauft werden können und dann irgendein Großer kann uns dann einfach diktieren, wie er heute gerade glaubt, dass er lustig ist. Und bitte bringt das unter die Politiker. Wir haben ja vorrangige Rechtler, wir machen das extrem gut, sag ich jetzt mal, was da läuft von der rechtlichen Situation. Sie können uns da eh nicht kontern. Wenn ihr da eine 5G-Beschlussfassung macht, wenn sie euch da untersteht, dann werden wir diesen Bescheid wieder aufheben, weil das dürft ihr gar nicht. Ihr macht eine Kompetenzüberschreitung. Dann hat der Bürgermeister zurückgeantwortet, ihr könnt gern das machen, wenn ihr unseren Bescheid aufhebt, dann werden wir rechtliche Schritte einleiten. Dann ist es so weitergelaufen und das, was dann hat sich sofort das Kanzleramtsbüro eingeschalten, dass das nicht möglich ist. Es kann keine Gemeinde aussteigen aus der weltweiten 5G-Agenda. Das geht gar nicht. Und das, was dann zwischen den Zeilen war, also das war nur so ein Gefasel, sage ich jetzt einmal, es waren keine triftigen Gründe, auch der Bescheid konnte rechtlich nicht aufgehoben werden, aber der Bürgermeister ist dermaßen unter Druck geraten und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Ich kenne das von einigen Bürgermeistern, denen gedroht worden ist mit Amtsenthebung, wenn sie so etwas machen. Dann hat es Bürgermeister gegeben und Gemeindevertretung, wo es dann geheißen hat, wenn ihr das macht, dann haftet ihr mit dem ganzen Privatvermögen, was ihr habt, wenn diese Beschlussfassung nicht rechtlich in Ordnung wäre. Und der ganze Gemeinderat haftet mit der ganzen privaten Eigentum mit. Also so wird da argumentiert, wird natürlich nicht schriftlich gemacht und dann hält man was in der Hand, weil dann kommt man nämlich sofort eine Beschwerde einlegen, wird aber nicht gemacht. Also aktuell haben wir in Salzburg, sage ich jetzt einmal, ca. 15 Sendeanlagen fortlaufen. Davon sind ungefähr 4 beim Verfassungsgerichtshof. Wir haben in Österreich weit in jedem Bundesland die Petition eingebracht. Bei uns auf der Website findet ihr Unterschriftenlisten, wo ihr unterschreiben könnt, zur 5G-Petition, zur Überprüfung dieser Technologie. Österreich hätte die Vorsorgepflicht, das Vorsorgeprinzip, so eine sogenannte Technikfolgenabschätzung, wurde nie gemacht und wird auch tunlichst vermieden, das zu machen. Und das ist das, was wir fordern. Wir haben auch eine super Alternative. Wir wollen den Glasfaserausbau, so wie die Breitbandstrategie 2020 beschlossen war. Nur dieser Glasfaserausbau, der geht in jeden Haushalt rein. Und dann kann sich jeder selber aussuchen, ob er dann mit WLAN arbeitet oder ob er mit direkter Glasfaseranbindung macht. Aber das, was derzeit passiert, der Glasfaserausbau, der passiert nur bis zu den Laternen, bis zu den Schaltkästen und nicht ins Haus. Und in jeder Laterne, kann ich euch garantieren, und in jedem Schaltkasten werdet ihr sogenannte 5G-Hochleistungszellen finden. Weil dann hat sich die Mobilfunkindustrie eingeschaltet und hat gesagt, das ist ja super. Wir können ein Hochleistungsnetz ausbauen und wir können eine komplette Oberflächenabsaugung machen mit sogenannten 5G-Zellen oder Pico-Zellen. Und dann können wir alle beobachten, was da läuft und wir können uns das richten, wie wir es brauchen. Und wir sind das dumme Volk, die was dann das Ganze draufzahlen. Und ich kann euch nur eins versprechen, alle Politiker, ob es jetzt Landtagspolitiker seid oder Bürgermeister, ihr werdet die großen Verlierer sein, wenn ihr da jetzt nicht was macht. Weil euch braucht keine Sau mehr. Warum? Das werde ich gleich erklären. Wann 5G da ist, Universität Chemnitz, Professor Lutz hat das ganz klar auf den Punkt gebracht. Wenn 5G läuft, ist der ganze Taxiverkehr, Obusverkehr,
Postverkehr brauchen wir nicht mehr. Es wird alles autonom gemacht. In Amazon probiert gerade eine Teststation in Linz, die dann mit Drohnen dann die Postpackerl ausfliegen. Und es geht dann weiter. Polizei. Für 100 Polizisten braucht man eine 5G-Zelle. Und es wird dann so sein, zur Überwachung, dass wir die Polizei nicht mehr brauchen. Das machen die 5G-Zellen. Statt 100 Polizisten haben wir nicht mehr einen Polizisten. Bei den Lehrern ist das Gleiche. Die Lehrer sind gerade dabei, sich selber abzuschaffen. Es gibt einen neuen Lehrplan im Bildungssektor. Ich bin Lehrer, war mal Lehrer, ich war jetzt vorher in der Elektrotechnik, aber vorher war ich Lehrer und was da läuft, das ist unglaublich. Die Lehrer sind sich dessen nicht bewusst. Es gibt ein neues Bildungsprofil bereits in 2 Jahren. Es gibt keinen Lehrerberuf mehr, sondern der Lehrer hat bereits den Titel Coach. Und dieser Coach wird ca. 300 Schüler aufs Internet betreuen, also rein über den Laptop. Und die anderen Lehrer werden arbeitslos sein. Und das geht so weiter. In Summe gesehen, die ganze Verwaltung kannst du automatisieren, den ganzen Handel kannst du automatisieren, den ganzen Verkehr kannst du automatisieren, die ganze Versicherungsbranche kannst du automatisieren, das ganze Bankenwesen wird sowieso automatisiert. Und da haben wir eine Hochrechnung von mindestens 50% Arbeitslosigkeit, beziehungsweise sogar bis zu 90%. Ärzte brauchen wir nicht mehr. Liebe Ärzte, wenn ihr euch jetzt nicht einsetzt, wenn 5G da ist, kann ich nur eins sagen, 90% der Ärzte werden ersetzt werden. Wir brauchen nicht mehr in der Akutmedizin die Ärzte, das sind 10%. Das ist jetzt also ein Kurzüberblick gewesen einfach. Das geht noch viel weiter, da kann man jetzt noch tiefer graben, aber nur, dass ihr wisst, Corona ist nur der Vorwand, nur die Einleitung. Hinterbei geht es um ganz was anderes. Und wenn wir das jetzt nicht erkennen, und das ist auch der Grund, warum ich heute da stehe, ich habe mich mit Corona nicht auseinandergesetzt, weil für mich ist schon klar, dass das sowieso ein Kasperltheater ist, was da läuft, muss ich jetzt einmal ganz klar sagen. Einfach. Und ihr seid die Boten. Ihr seid die wichtigen Informationsträger. Und ich sage euch noch was, probiert nicht einen, der was, was nicht möglich ist, dass man keine Überzeugungsarbeit. Entweder ist offen dafür und jeder soll seine Meinung haben. Aber er sollte auch informiert sein. Und wenn er das nicht will, dann kannst du mit dem nichts machen. Verbindet euch mit Menschen, mit dem, was aufbauen könnt, mit dem wirklich konstruktiv arbeiten könnt. Und das ist das, was wir gerade machen. Wir verbinden uns mit verschiedenen Organisationen und wir brauchen Menschen, die was das in die weite Welt hinaustragen. Weil die Medien machen das nicht. Und es wird noch viel schlimmer kommen. Der Lockdown, der was jetzt so kleinweise passiert, das wird noch mehr ausgebaut werden. Es wird uns die Lebensexistenz schon langsam entzogen werden und wir werden wahrscheinlich in der härtesten Jahreszeit im Jänner, Februar Lebensmittelengpässe kriegen. Also bitte deckt euch ein, das ist der große Plan, sage ich jetzt einmal, damit wir so beschäftigt sind, damit wir keine Rechtsarbeit mehr machen können, damit wir nicht mehr mit der Staatsanwaltschaft in Kontakt gekommen sind und so weiter. Also schaut, dass ihr jetzt ein Netzwerk aufbaut, dass ihr euch gut eindeckt, dass ihr euch möglichst autark macht, weil die Zeit, was kommt, wird nicht einfach. Und warum tue ich das? Nicht, weil ich irgendwas verdiene. Wie gesagt, ich habe meinen Job vor einem Jahr auf den Nagel gehängt. Ich habe 3 Kinder. Und die 3 Kinder sind ohne Fernseher aufgewachsen. Und wir haben daheim, beim Homeschooling, haben jetzt alles verkabelt. Ich kann euch nur sagen, WLAN ist die gefährlichste Frequenz. Haben wir schon gehört, Gehirnforscher, Professor Manfred Spitzer, bringt das alles an den Punkt. Wir haben eine sogenannte digitale Demenz bei den Kindern. Wir können auf unsere Kinder nicht mehr bauen. Die Schäden sind mittlerweile so groß, nur die meisten Eltern merken das gar nicht, weil sie selber in dem Sumpf drinnen sind. Die Kinder sind motorisch dermaßen unfähig, irgendwas zu machen. Und ich habe 20 Jahre Instrumentalunterricht gemacht. Und damals war es noch möglich, dass ein Kind was aufgeben habe und dieses Kind hat sich das zu Hause selber erarbeiten können. Das geht halt nicht mehr. Und das sind Sachen, die was ich da momentan abspielen. Wir sind so Gehirn gewaschen, muss ich jetzt einmal sagen, wir müssen einmal auf den Boden der Realität kommen. Und ich darf euch jetzt ermutigen, tragt diese Botschaft aus, was da läuft. Corona ist der Vorwand, hinterbei laufen ganz andere Mechanismen. Und wer sich rechtlich da beteiligen will, wer in der Gemeinde wem kennt, wer in der Gemeinde was machen möchte, wir haben Einzelpersonen, die was sagen, sie wollen was machen, sie kriegen von uns alle Informationen, wir können sofort einen Vortrag starten, im Kleinen, wie auch immer, solange es halt möglich ist. Und wir haben jetzt gerade in Zell am See, habe ich gerade vor 4 Tagen einen Vortrag gehabt, das war
weil es ja per Corona nicht mehr möglich war, Veranstaltungen zu machen, haben sie am Abend eine Open-Air-Veranstaltung gemacht. Also die Leute haben sich schon ins Zeug. Weil wenn kein Dach über dem Kopf ist, dann kann man doch eine Veranstaltung machen. Und da waren zwei Bürgermeister da, Gemeindevertreter, genauso wie heute einer vom Landtag da war. Und das freut mich. Und ich hoffe, dass zu dem Punkt kommt, dass wir im Landtag vorsprechen können mit unseren Rechtsexperten. Und da braucht man euch als Unterstützung. Schaut, dass in die Gemeinden da was weitergeht. Schaut, dass die Bürgermeister informiert. Schaut, dass die rechtlichen Schritte, beziehungsweise die medizinischen Fakten und rechtlichen Schritte, wenn ihr wollt, kriegt die Informationen, die sind alle aufbereitet von unserer Seite, sofern wir es halt bewältigen können. Bitte euch darum, setzt euch ein für eure Familien, für eure Kinder, und die Polizei soll das Gleiche machen, weil ihr seid genauso Zivilpersonen. Ihr seid nur im Dienst, aber der Dienst hat irgendwann einmal ein Ende. Und das gilt genauso für die Lehrer und für alle anderen Beamten. Passt auf, was da passiert. In diesem Sinne sind wir gut unterwegs. Ich muss euch aber die Realität sagen, das ist beinhart. Und ich möchte, dass wir in spätestens 5 Jahren beieinander stehen und dass diese Friedensbewegung, die was da läuft, unsere Friedensgedanken, dass wir uns verbinden, dass wir, egal welche Ethik oder welche Religion wir da immer herkommen, wenn ein Mensch das Herz am richtigen Fleck hat, dann geht es um das Eingemachte. Und das ist das, was wir jetzt auch geschafft haben bei uns im Kreis. In Salzburg allein haben wir jetzt über 1000 Leute, die was in den Landgemeinden aktiv sind, bei uns im Netzwerk. Und die haben alle das Herz am richtigen Fleck. Und diese Menschen müssen wir außerfiltern. In diesem Sinne, besucht uns auf der Homepage der Salzburger Bürgerinitiative Stopp 5G. Ihr findet uns im Internet, wenn ihr wirklich aktiv werden wollt. Und ihr werdet jetzt genauere Informationen noch hören vom nächsten Sprecher, wo es um Natur, Umwelt geht, weil mit dieser Funkstrahlung, die was da derzeit passiert, oder dieser Supercloud, die was da aufgebaut wird, wird uns komplett die Lebensgrundlage entzogen werden. In diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Robert.